ist echt so, ohne Scheiß. Das ist gerade total übel. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, was gerade abgeht. Boah, Schande, erschreck mich nicht so. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech Town mit Porkchop Media. Ich hab Angst. Ich auch. Ey, bist du schon? Andi, hast du noch? Warte, ich rüste uns. Ich rüste uns gerade auf. Ja, rüste wirklich mal zum Ernstfall kommen sollte. Tanda, ich hab Angst, dass die jetzt auf Kriegsfuß hier mit uns sind. Die Eskalationsstufe ist gerade schon ziemlich übel, ne? Däum. Ja, das, Junge, das ist der. Hier, Kian, so, da. Wir gehen durch den Gemeinschaftstunnel zurück, ne? Gehen wir nicht. Ja, ich kann aber nicht fliegen. Ja, dann geh du durch die Gemeinschaft. Mein Jetpack ist weg. Boah, Zander. Ich kann's nicht ändern. Ich wurde getötet. Du hast so einen Verschleiß an den Dingern. Alter, ja, ist das denn ernst? Ich hab doch Zeug. Oh, mein Inventar ist schon wieder so voll. Ich raste aus. Warte. Da war wohl jemand das Jetpack leer. Unser Sicherheitssystem. Ja. Passwort hinschreiben. Passwort ist richtig. Ja, was hast du denn eingegeben? Gar nichts. So, ohne Worte einfach richtig. Was soll ich mit diesen Rüstungssachen? Ich habe keine Ahnung, wie es. Anlegen, Kian, anlegen. Ich nicht. Hä, warum? Scheiße. Leg's an. Leg dann musst du ja den Rest abziehen. Dann gibt's den Helm kannst du auch anlegen und die Schuhe. Soll Däum anziehen. Hä, dann gibt's Junge, zieh doch wenigstens den Helm an. Nein. Ich will den Bullshit nicht tragen. Ich, boah, Kilian. Ja, nein, das ist nicht schick. Okay, ich hab Dankeschön als Däum für dich. Da, ja, da sind die ganzen Sachen drin. Ja, hier Waffen ist mit dem Bogen. Was soll ich denn mit genau Bogen? Ein halbes Herz. Alter, ich hab eine Muskete, das weißt du. Du hast keine Kugeln mehr. Boah. Habt ihr gehört? Ich hab noch genau ein halbes Herz. Ja. Ja. Und ich muss doch komplett durch den ganzen Dschungel latschen. Schaffe ich im Leben nicht. Ja. Ja. Meint ihr, ich schaff den Sprung? Uah, war das knapp. Uah. Sind die eigentlich noch irgendwo in der Nähe da, oder? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe Angst, richtig, so. Um unser Wohlbefinden. Ich weiß nicht, die Lage ist gerade schon. Ich bin einfach mal geschaffelt durchgeflogen und dann mit dem Diamantschwert. Die Lage ist etwas angespannt gerade. Ja, das ist kalter. Alter, Zander, ich hab dein Jetpack, fällt mir gerade auf. Was? Ich hab einen Witz. Ich hab dein Jetpack. Du hast mein Jetpack? Ja, hab ich. Dolm, du hast den Bogen dabei? Ja, ich hab mich kaputt gemacht. Dolms Argumentation, ey. Ich hab den. Oh, da ist ein Schwein. Gut. Alter, Andi, das Gewitz. Das ist gerade auf Alarmstufe Omega, ist gerade. Das ist Omega. Omega. Zander, du kriegst gleich deine Eisenrüstung. Ja, ich muss erstmal wieder volles Leben kriegen hier. Zander hat auch die ganzen Kugeln verloren. Alter, Zander, was kannst du eigentlich? Eigentlich brauche ich. Ich glaube, ich mache den Speer. Einer müsste unten den Tunnel überwachen und ich gucke, ob die hier angeflogen kommen. Das ist gerade nicht Ernstfall. Wir müssen einen Aussichtsturm bauen. Wir brauchen hier einen Aussichtsposten, Vorposten. Ja, wenn geht Zander in den Tunnel, weil, Ja, dann gehe ich in den Tunnel. Ich habe auch noch eine Muskete. Weil Zander hat kein Jetpack mehr. Aber natürlich hat er ein Jetpack, ich hab's doch. Ach, du hast es eingesammelt. Hä, hab ich doch gerade erzählt. Andi, warum ist auf der Bedbox kein Strom mehr? Weil die Generatoren leer sind. Egal, ich pack mein Holz rein. Gibt's nein, pack Kohle rein, du Mongo. Hier, warte, mein Kohlehandtäschchen. Kohle. Ernsthaft, die kommen bestimmt. Ey, die kommen bestimmt durch das Portal. Durch den Nein! Mach das Portal aus. Warte, ich geh. Ja, stimmt, bau das Portal einfach. Warte, ich bin doch gerade im Neta drin. Das Portal. Oh. Ja, da kannst du doch nichts machen. Zander, wenn die bei denen rausgehen, dann kommen die bei uns raus. Dein Haus kaputt. Na, wenn Zander wieder da ist. Zander, komm rein! Ja. So, ich haus jetzt kaputt. Ey, stopp, es reicht, wenn ich den Strudel kaputt mache. Ja, hau auf den Strudel kaputt. Wie geht denn das? Es geht nur Creative. Dann bau Obsidian ab. Nein, du kannst doch. Achso. Was? Zander, ich baue das jetzt ab. Ja, bau einfach einen Obsidian ab, dann passt das.
Und die Augen. Und wir sollten unseren. Ey, wir sollten den Tunnel wirklich mit einem Alarmsystem ausstatten. Hast du noch so einen Alarmbutton? Ich kann einen neuen machen, der ist gar nicht so teuer. Ey, wir können ja Tripwire da hinlegen oder irgendwas. Ja, genau, dass dann sofort Alarm angeht. Und dann möglichst. Stimmt, da kommt auch sogar ein Signal, wenn sie. Wenn sie es abbauen. Und die haben garantiert, wichtig, die haben garantiert keine Schere. Aber die können es. Also sie dürfen es gar nicht erst sehen, weil sonst können sie sich auch rumbauen. Der größte Radius. Ja, ich mach mal einen neuen Holer. Ich bin ja inzwischen hier unser Holerbeauftragter. Alarm-Experte. Alarm! Zack! Das sollte eigentlich nicht passieren. Was jetzt? Übrigens, gib mir mal das Jetpack wieder ab. Junge, das ist gerade. Ja. Also, ich meine, wenn wir dann das nächste Mal wieder mit Ihnen geredet haben, dann hat sich die Lage vielleicht entspannt, aber momentan. Wir müssen Friedensverhandlungen führen. Ist gerade miteinander aufgenommen. Das heißt, wir wissen nicht, wie sie darauf reagieren. Das ist gerade ziemlich angespannt, die Lage. Das ist gerade ähnlich wie mit Korea, weißt du? Ist auch so, ohne Scheiß. Du weißt nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Andi, ich brauch so ein Circuit. Wir wissen nicht, was die sich das anhört. Ja, aber ist echt so, ohne Scheiß. Das ist gerade total übel. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, was gerade abgeht. Boah, Schande, erschreck mich nicht so. Ich drafte gerade einmal um die Wette. Ich habe noch genau 4 Kugeln. Wie viele Kugeln hast du? Ich brauche ein Circuit. Zero. 24. Ich laufe hier gerade Streife. Da unten ist ein Skelett. Ich brauche übrigens noch ein Schwert. Ja, Dolm macht dann mal ein Smart-Schwert. Wieso? Kann der das selbst machen? Ja, bring's ihm runter. Er läuft Streife. Ich laufe oben Streife gerade. Ja gut, ich mach dir eins. Hast du noch Kugeln? Oh. Ja, hab ich. Ich hab nicht viele. Ja. Tana, du nimmst auf, richtig? Mhm. Ja doch. Tust du, oder? Er schießt. Hört auf, Masken zu verschwenden. Mach das platt. Ja, ich musste ein Skelett töten, sonst wäre ich tot gewesen. Zander? Ja. Du nimmst auf, ne? Ja. Gut. Warum? Ich war mir auf einmal nicht mehr sicher. Nee, ich. So, ich hab jetzt wieder einen Holer. Kian, hast du irgendeine Idee, wie wir das gut verstecken, verschalten können? Nein, nicht wirklich. Dolm, ich komme jetzt in den Keller, ich muss eben was essen. Ja. Habt ihr noch was zu essen? Ich gebe dir ein paar Waffen, ich habe ein paar Waffen für dich. Ja. Alter, du bist voll im Arsch. Also ich gerade die gesamten Präferenzen einfach mal verschoben habe. Übel, ey. Willst du ein paar Kugeln noch haben? Ja, ich brauche noch ein paar Kugeln, ich habe nur noch 3. Ja, hier, jetzt hast du 6. Junge, Alarm schon verbot. Ey, und was zu essen, ich brauche noch was zu essen. Ja, ich habe eine richtig geile Idee, wie wir die einfach komplett pisten können. Ja, guck mal, wir verschließen einfach den Gang zum Tunnel und an die Rückseite von der Verschließungsmauer machen wir Redstone-Fackeln und wenn davon einer abgebaut wird. Badung. Scheiße, wie will man. Gib mir mal was zu essen, bitte. Ja, das wäre total die komplexe Schaltung für eine Situation, die eigentlich. Nicht eintreten sollte. Ja, genau. Das ist nichts einzuschätzen gerade hier, was hier gerade passiert. Normalerweise kommen wir mit unseren Nachbarn Nordkorea ganz gut aus, aber. Ja. Obwohl, eigentlich sind wir gerade die Nordkoreaner. Wir haben schon den 2. Atomtest gemacht hier. Alter, es gefällt mir, finde ich, mit Nordkorea verglichen zu werden. Nee, irgendwie überhaupt nicht. Toll. Eckieren, kann man das eigentlich recht einfach so machen, dass wenn eine... kann man das irgendwie machen, dass wenn eine Fackel abgebaut wird, dass dann irgendwie ein Alarm los, dass es dann ein Signal losgeht? Ich überlege gerade. Ich glaube, der Zuschauer, der wirklich beide Seiten schon gesehen hat oder der die andere Seite vielleicht schon gesehen hat, der lacht sich gerade einfach übelst kaputt, weil Shuffle und Leo uns wahrscheinlich übelst veräppeln und wir total die Panik mit Alarmsystem schieben und so. Keine Ahnung. Wer weiß, dann kommen sie, Alter. Ohne Witz. Andi, ich brauche Eisen für Munition 2. Nur. Ich glaube, die sind gar nicht in der Nähe hier. Ernsthaft. Ich glaube, die chillen ihr Leben und wir machen hier einen voll übelsten kalter Krieg. Paras. Ja, ist auch so. Kalter Krieg. Ja, ist. Wir haben nur einen kleinen Atomtest gemacht. Echt mal. Ja, aber so direkt neben dem Haus von denen. Ja, aber guck doch mal. Ja. Dolm, ja, lass doch einfach. Dolm, du bist doch auch ready für einen Fight, ne? Natürlich bin ich. Lass doch einfach nochmal rüber zu dem Haus gehen. Vielleicht finden wir die da. Nein, das ist aber dann Doppelprovocation. Nein, wir wollen jetzt nicht weiter provozieren, wir wollen einfach. Ja, wir gehen nur in die Nähe, um zu gucken, ob die überhaupt da sind. Komm einfach mit, wir gucken einfach nur, ob wir die Namensschilder sehen. Wenn wir die Namensschilder sehen, dann wissen die, dass die Situation entspannt ist. Oder die bauen auch Atombomben. Okay, wir brauchen aber echt mal so. Junge, es artet in ein Wettrüsten aus. Wir brauchen einen Atombombenfrühwarnsystem. Was heißt Bewegungsmelder auf? Movement. Movement Pointer. Nein, I don't know.
Move. Keine Ahnung, aber zu finden. Wieso? Wir brauchen einfach nur eine Wand und an der Rückseite sind Redstone-Fackeln. Das hilft einem nicht viel. Ja, das Problem ist, weil jeder davon sendet ja ein Signal aus. Wie macht man das dann, wenn eine weg ist? Dann bräuchte man so eine riesige Unschaltung. Alter! Ja, man müsste so eine Art C-Flip-Flop bauen. Oder nicht? Wir können einfach. Da sind Namen, machen. Da sind Namen. Ja, gut, einen Namen jetzt. Sehe ich. Wo? Zwei, ich sehe beide Namen. Ich sehe beide Namen. Da doch weg, ey. Ja, ich sehe beide Namen. Wie gehen wir zurück? Wir crouchen auch. Könnte man mein Diamantschwert entscheiden? Ich überlege. Ja, aber machst du eigentlich ein Diamantschwert? Sag doch Bescheid, dass du was Cooles haben willst. Ich habe schon lange ein Diamantschwert. So, Zander, wir können wieder laufen nochmal. Keine Ahnung, ob wir es können. Die haben sich beide gesneakt. Wieso, was ist denn was Cooles, bitte? Nano-Saber? Ja, gib her. Andi ist jetzt komplett auf komische Militär. Ja, ich mach gerade, also ich bin gerade dabei, was zu bauen. Kia, möchtest du auch eins? Ja. Gut. Ey, Zander! Zander! Ja! Alter, bist du dumm? Was denn? Alter, du hast mich getroffen! Ja, sorry, Mann. Ich bin fast tot! Sorry, Mann. Alter, jetzt bin ich tot! Ich bin wegen dir gestorben! Also, da steht zwar, dass ich vom Skelett getötet wurde, aber ich bin wegen dir gestorben. Ja, so, warte, ich werde nicht... Kian, hast du noch normale Kohle? Nee. Ich könnte mal wieder gucken, wie weit meine Turtle gekommen ist. Die ich vor Stunden angestellt habe. Ey, sollt ihr was wegen Bewegungsmelder überlegen? Also, dass man irgendwie. Ah, finde nichts. Ja, ist es denn so schwer, so eine. Also, ich würde das mit einer Tripwire machen. Ganz ehrlich, wo wir da hingelaufen sind, haben wir keine Sekunde auf den Boden geguckt. Ich wäre da so durchgelaufen. Bei dem Tunnel? Ja. Ah. Ja, echt mal, mach einen Tripwire. Mach's schön versteckt. Ja, wo ist das denn versteckt? Wir können sie einfach hier über die Schienen quer machen. Nein, mach's direkt vor der Treppe. Ja, echt mal. Und dann machst du einfach zwei Löcher in die Wand rein, wo du die Dinger hinsetzt. So, büpp, jetzt sind sie drin. Ja, wir machen... Ja, pass auf, machst du direkt hier. Warte mal, ich habe keine Pickaxe mehr. Hast du noch eine Pickaxe? Oder wir machen einfach Truhen hin. Truhen, was heißt Truhen? Wir machen es ganz einfach. Ich habe eine viel einfachere Idee. Was denn? Wir brauchen die Flipflop. Und ansonsten bauen wir hier einfach eine Tür rein. Mit Druckplatten davor. Däumen? Darf ich mal ganz kurz das Nano-Saber an dir ausprobieren? Nein. Warum nicht? Darfst du an mir? Weil ich gerade mein ganzes Zeug hier geordnet habe. So. Ich sprinte voll die Treppe hoch. Lol. Zander, darf ich mal ganz kurz an dir ausprobieren? So, komm her. Ja, hier unten. So, warte gut. Warte. Ich schlag dich jetzt einmal mit einem unaktivierten Nano-Saber aktivieren. Also, sag mal, wie viel Herzenschaden du. Warte. Ja. Zwei. So, anmachen. Warte, anmachen. Uah! What the fuck? Alter! Junge! Warte, hier ist ein Rubin. Mach nochmal. Warte, so, es ist an. Komm her. Ey, sofort tot. Instant. Junge! Das nenne ich Advanced Warfare. Alter. Junge, wir geben den böse. Alter, wie geil. Ach, scheiße, es gibt noch keine Redstone-Blöcke. Geil. Alter, das Ding geht ja so ab. Ich wollte jetzt diese Tür machen. Übel. Ja, mach ich ja. Aber dafür bräuchte ich doch einen T-Flip-Flop. Junge. Also. Das ist echt so krank, so. Ey. Jo, das Ding macht ja One-Hit. Ja, nee, sag mal ruhig. Ey, ja, wir brauchen doch, das Signal wird gegeben. Und ja, dann bau doch den alten T-Flip-Flop. Ja, aber ich, ja genau. Mach ich jetzt. Ja. Dafür muss ich mir erstmal, mach ich einfach so einen komischen Raum. Ich will auch so ein Schwert. Ja, kriegst du doch. So, mal gucken, was brauchen wir für den Nano-Suit? Okay, noch mehr Scheiße. Ja, mach erstmal für jeden so ein Saber. Ja. Alter, hier ist eine Höhle. Ja, das wird. Hier kommt die Alarmanlage rein. Alter, Scheiße, die Zuschauer petzen wieder. Ja, das kann wahrscheinlich sein. Ich hau einfach mal ab, aber obwohl jetzt ist sowieso zu spät. Also ein ganz. Gibt immer so ganz paar, die sind immer Spielverderber. Ja, so, aber meistens ist es immer nur einer. Ein Einzelner, ja, der schreibt dann, hey Shuffle, da ich dich sowieso mehr mag, wollte ich dir noch kurz sagen. Ja. Kian, fahr mal ganz viel Kohle, dann kann ich uns alles allen Nano-Suits machen. Alles vorbei. Die ganze Überraschung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ehrlich jetzt eine Atombombe bauen. Ja, dann komme ich mit dem Nano selber, ganz einfach.
Ja, toll, dann sind sie tot. Und dann, Andi, so eine Situation, die müssen wir am Tisch klären. Das müssen wir, da müssen wir drüber diskutieren, ob wir einen Gegenschlag machen. Weil du kannst nicht einfach hingehen und aus Wut sowas machen. Sowas provoziert. Nee, ich mach's doch nicht als Wut, ich mach's als Präventivschlag. Es produziert Menschen. Es produziert. Guck mal, guck mal, ich hab ein blinkes Schwert. Ja, ich brauch mal ein bisschen Eisen. Gib mal ein bisschen Eisen, bitte. Linke Kiste. Hä? Nicht dumm? Ja. Also von der Armeestärke sind wir wesentlich stärker. Ja, deutlich. Aber mal davon abgesehen, wir wollen gar keinen Krieg. Wollen aber wir Krieg? Wir haben nicht so diesen Willen. Ey, Kian, weißt du, wie man Pisten craftet? Ja, aber wie wär's, wenn du es einfach eingibst? Ja, hast recht. Ey, was ist das denn? Shoulder-mounted Pisten? Ja, ich weiß nicht genau, was das wieder funktioniert. Mach Baum mal bitte. Nein, warte. Was braucht man dafür? Holz. Was hast du geschrieben? Wir wollen neue? Friedensverhandlungen. Zander hat Nerven. Zack, zack, zwei Pistons. So. Ich mache uns da jetzt was Feines hin und bitte, liebe Zuschauer, verpetzt uns nicht. Mir gefällt das nicht, dass sie nicht antworten. Wem gehört das Jetpack? Das ist Zanders. Mir gefällt ich das mein... nicht. Ach so, ja doch, ich habe eins unten reingelegt. Aber die können jetzt nicht so stinkig sein, nur weil wir so ein bisschen da rumgenukt haben. Ein bisschen, da ist ein riesen Loch im Boden. Ja, aber doch nicht in deren Haus. Kian, komm ran. Ja, hier. Aber direkt daneben. Ja komm, die sollen mal ihre Basis chillen. Ja, wir haben deren Basis gechillt. Mit radioaktiver Verstrahlung. Dom, wir können übrigens auch noch Handgranaten bauen, wenn du möchtest. Ja. Könntest du dir Dynamite, Dicky Dynamite anbieten? Ich die machen keinen Personenschaden. Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Also, okay, das können wir mal ausprobieren. Die Person, die mir das mit den Nukes gezeigt hat, die meinte irgendwie, dass Dynamit keinen Personenschaden macht. Also, um zum Ende der Folge jetzt nochmal zwei Sachen festzustellen. Die erste Sache ist, ich habe keine Pickaxe mehr. Ich werde mir in der nächsten Folge eine craften müssen. Und die zweite Sache ist, die wahrscheinlich wesentlich interessanter ist, ich glaube... Wir haben momentan keinen Krieg, aber wir haben auch keinen Frieden mit der anderen Seite. Negativer Frieden. Warte, ganz kurz an Dom ausprobieren, ob das Dynamit Schaden macht. Dom, komm mit. Walter, probier's an Zander aus, ich bin hier gerade am... Ja, Zander, komm mit. Warum bin ich... Ich schärf doch nicht zu. Weil alle anderen keine Zeit haben. Zander, komm mit. Ah, toll. Weil alle anderen keine Zeit haben. Zander, hier, ja. Komm mit. Ja, ich bin hinter dir. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich 10 Jetpacks bei dir gut. Du hast eh noch einen Jet. Bei mir gut. Wo bist du? So, stell dich da hin. Dahin. Ja, ich stehe hier. Ah. Ich stehe doch hier. Wah! Weg. Okay, also ich habe, glaube ich, also wenn ich vorher keine Herzen verloren habe, was ich glaube, weil du hast mich geschlagen, habe ich 5 Herzen verloren. Ne, 6. 6, glaube ich. Also, ich super denke, Handgranate. Ja. Läuft. Gut, waffentechnisch. Brauchen wir jetzt noch so, ich probiere nur ganz kurz meine Schaltung aus. Was war das denn gerade? Ein Creeper. Achso. Kommt da jetzt ein Alarm? Kann... Ja, ich stell's jetzt noch auf 128. Ja. Geil. Ja, mit Nanosaber wäre das nicht passiert, Kian. Hier, warte, hol dir den Nanosaber ab. Nanosaber? Mit Rechtsklick aktivierst du es und dann musst du einmal schlagen, dann ist alles tot. Doch, mach mal an jetzt. Ich will hören, ob man das hier oben hört. Alter, ja, okay. Bing. Mach's wieder aus, Junge. Das verbraucht Energie sonst. Boah. Ja, okay, man hört's. Okay, alles klar. Einfach wieder zurücksetzen. Gut, und mit diesem schönen Alarmsound beenden wir jetzt diese Folge. Wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat und dass die Folge für euch spannend war. Ich muss doch hier durch. Ja, die nächste Folge wird wieder auf meinem Kanal sein und ja, ich würde sagen, man bleibt mir zu sagen. Könnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.